Kriegen Üffeler, 35-jähriges Jubiläum. Herzliche Gratulation von unserer Seite. Machst du dir das erste Spiel erinnern? Ich kann mich erinnern, ich war dann in der Poststiftung hier in Langnau. Ich bin auch beim Matschli am Schalter gestanden. Und so hat mich der Schenk Hans-Rudi gefragt, ob ich ihm mal helfen kann. Am Nachmittag Nachwuchsspiel. Am Abend war gegen Claude ein Match. Er hat geheißen, kannst du gerade bleiben. Und dann, das war so mein erstes Spiel. Und dort war ich dann so ein Ersatz das Jahr durch. Und das andere Jahr bin ich eingestiegen und mache eben auch mit den Young Tigers Matchen. Ja. Hat es in dieser ganzen Zeit ein Match gegeben, das ihr verpasst habt? Gerade in den ersten Jahren, als ich in der Poststiftung war, als wir im Stiftenlager waren. Im 1983 war ich dann noch 3 Wochen in den Ferien. Im November in Sri Lanka, mich heute nicht mehr. Ich bin 20 von 9 mit dem Zug angekommen. Das erste war, die Koffer hierher in die Sanität abstellen und Match schauen. Weil dann war es ein Spiel. Was ist die Faszination für diesen Job als Speakerin? Ja, es ist sehr interessant. Wir lernen Leute kennen auch wieder. Also, eben, man hat einen etwas engeren Kontakt mit den Schiedsrichtern. Plus, minus. Also, eben, wir kennen einander. Und irgendwie ist es schon ein bisschen bei mir auch. Ich merke es manchmal, dass ich mich so komisch anschaue. Jetzt habe ich auch die Augen wieder vorgelassen. Es hat einen Schiri gegeben, der gesagt hat, kriegen sie nichts. Aber wenn die Augen 5 cm sind vorgestanden, hast du gewusst, dass du sie echt gepfiffen hast. Was war das für ein Schiedsrichter? Es war der Weberwalle von Katze Rüti in Zürich. Das war schon in den Anfängen. Ja, schon lange her. Aber ich merke es jetzt manchmal, wenn sie so stutzen, dass es auch die Augen wieder vorgelassen hat. Es hat ja sicher zahlreiche Müsterli in diesen 35 Saisons. Wenn ihr eins müsstet rausheben, gäbe es da irgendein Geschichtli? Also einer der eindrücklichsten Matches war nicht einmal eigentlich als Speaker. Das war, als ich mit dem Schlappach-Rolf zusammen bin auf Chur gegangen, das 7. Spiel. Es ging darum, ob wir absteigen oder nicht. Brent hat dann gepfiffen und der Elik hat ihm gesagt, heute musst du nicht auf mich schauen, heute tue ich Hockey. Und so war es. Ja. Und hier hatte ich einmal das Gefühl, jetzt gibt es den ersten Spielabbruch. Das war einmal, als der Erar gepfiffen hat. Was Strafe gab und Becher, sie kommen zu fliegen. Also die Kinder, der können eine Sackgeldaufbesserung machen. Jetzt hat der Pressechef Rolf Schlappach heute auch noch ein Jubiläum oder ist geehrt worden für 30 Jahre. Vielleicht noch ein Wort zum Rolf Schlappach. Ja, wir haben manchmal zusammen gemacht, weil ich gehe vor dem Spiel zu ihm die Aufstellung holen. Und wir haben auch viele Leute gesehen und gesehen, und wir sind gleich noch da. Und ich mache es mit Herzblut und er ganz sicher auch. Wir haben beide zusammen 100% Job, den wir sonst arbeiten. Und das ist einfach wirklich ein Hobby. Aber ein grosses Hobby und mache es gerne, weil Giele, auch wenn sie die später wieder einmal sehen, sie kennen die noch. Weil vorher konnte ich auch gerade reden mit dem Feldmoos Gretzky, der war wirklich vor Jahren hier im Nachwuchs. Er wartet jetzt auf Thomas Nüssli, weil der klein bei ihm ist. Und er hat auch gesagt, gell, du hast eben nicht 25 Jahre, sondern 35 Jahre, weil du bist schon dabei gewesen, als ich noch Piccolo war. Ja. Merci vielmals, Kriegen Iffeler, auf weitere 35 Saisons. So, das passt kaum, wenn man nicht mehr. Das ist super. Gratulieren dir. SRF, oder? Silvan. So, ich kann so schnell drauf. Also der SRF drauf oder nicht? Hä? SRF drauf oder nicht? Nein, also wenn der Sitz nicht hatte, dann im zweiten auch nicht. Irgendein Müsterli, vielleicht gibt es irgendein spezielles Müsterli. Oder in den Sinn kommt, dann jetzt eins muss rausheben aus den 30 Jahren. Sicher nicht einfach. Nein, das ist definitiv eine schwierige Frage. Eine Situation oder etwas? Ja,
Also ja, mach es gleich wie vorher, ist gut. Spielt keine Rolle. Genau. Leicht mal drinnen. Müsste ich etwas. Ja, das war das Spiel zu kurz gewesen. Aber schau mal da. Jetzt, sehr gut. Ich ja. kriege das ähnliches Muster. Genau. Das ist gut, das ist gut. Also, wollen wir anfangen? Rolf Schlappach, heute geehrt worden für 30 Jahre als Pressechef. Herzliche Gratulation auf unserer Seite. Könnt ihr noch erinnern an die erste Saison, das erste Mal, wo ihr das Amt ausgeübt habt? Ja, das war 1987. Angefangen habe ich eigentlich als Teamleiter 12 Jahre. Und, das waren so Zeiten von Giemer, Berger, Horisberger, die dort so dabei waren. Ja, ich kann mich erinnern, in der ersten Saison eine Niederlage, 15-2 zu Kloten. Das war eine verrückte Zeit. Die 30 Jahre, die ihr jetzt erlebt habt als Pressechef, wie habt ihr die Pressearbeit erlebt? Wie hat sich das so ein bisschen verändert, das ganze Pressewesen? Ja, es war ganz anders natürlich. Es war alles papiermässig. Die Medien haben telefoniert oder, nach dem Spiel. Der Fotograf ist abgesprungen nach dem Match mit dem Film auf den Zug. Und dort hat der Lokführer die Foto mit auf Bern genommen. Und bei der Berner Zeitung zum Beispiel sind dann entwickelt worden. Also völlig anders. Und viel, wir hatten oben jemanden, der telefoniert, aber den Wirtschaften nach und die Resultate durchgegeben. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Pressekonferenzen, sind die in diesem Rahmen abgelaufen, wie sie heute ablaufen? Ja, irgendwie einfach in einem Hinterstübli hat man noch ein paar Kopien vor Aufstellung, aber mehr hat man einfach nicht gehabt. Statistiken, wie man heute hat, das hat man nicht kennen. Ja, Nein, es war ganz anders. So im Kleinen das Ganze. Ja. Wenn ihr ein Müsterli rausheben aus diesen 30 Saisons, was wäre das? Ja, das ist natürlich das besagte Spiel zu Chur, wo es um Abstieg ging. Ich glaube, wir waren am ersten Drittel 2-0 hinter. Und das war der Moment, wo der Todd Ehrlich, dem Schiedsrichter, gesagt hat, heute spielen wir Hockey. Und dann hat er dort 2 Goal, ich glaube 4 oder 5 Assists gemacht. Und wir sind mit einem Sieg heim. Und in der Pause hat die Chur schon durchgegeben, wenn das dann Garen auf Biel fahren. Und das war neu, die sind nicht gefahren. Krieger Neifeler ist heute geehrt worden für 35 Saison. Vielleicht noch ein Wort zu den Krieger Neifeler. Ja, Krieger ist natürlich legendär. Die Fans lieben sie mit ihrer Aussprache, mit ihrem Wesen, mit ihrer ruhigen Art. Wenn man manchmal in anderen Stadien erlebt, wie da die Fans angeheizt werden, haben wir da zu lange noch doch eine gute Sache mit ihr. Merci vielmals Rolf Schlappach und auf weitere 30 Saisons als Pressechef. Dafür jetzt auch nicht mehr ganz. Also, ich schaue, dass das...